Tripolis, Libyen, 15. Februar 1941. Ein deutscher Kampfverband ist eingetroffen. Parade vor dem kommandierenden General. Noch kennt ihn keiner. Frühe Aufnahmen vom Kriegsschauplatz Nordafrika. Bilder für Millionen. Bald kennt ihn jeder Deutsche. Den Wüstenfuchs. General Rommel, der Führer des Deutschen Afrikakorps bei seinen Truppen an der Front. Goebbels will ihn zum Volkshelden machen. Doch der General ist kein Soldat zum Anfassen. Ich habe mal Rommel gegenüber Meldung machen müssen. Kam aus dem Niemandsland. Und da ist er plötzlich aufgetaucht und da war er sehr freundlich war er nicht. Und wenn ich ihn dann irgendwie gesehen habe, wenn ich zurückgekommen bin, da habe ich zu meinem Fahrer gesagt, du fahr mal dahin, dass wir aus dem Weg gehen. Motive für die Wochenschau. Sie sollen zeigen, er ist einer von ihnen. Der General hält Mittagsrast inmitten seiner Soldaten. Das Bild der offiziellen Propaganda täuscht. Rommel war nicht beliebt. Sie werden erschüttert sein, aber das ist die reine Tatsache. Ich sage Ihnen nur das Gegenteil. Wenn Rommel ankam, dann hat sich jeder Soldat und auch Offizier versteckt. Es war eine Strafe, beordert zu werden zu Rommel. Er schont sich selber nicht. Wo Rommel ist, ist vorne, sagen die Soldaten. Dabei verliert man leicht den Überblick. Wenn dann die kritischen Stunden schlugen und die Nerven aufs Äußerste angespannt war, Rommel hat sie dann leicht etwas verloren und war dann plötzlich als Verkehrsregler in Benghazi gestanden oder wo, um die rückziehende Truppe also so richtig zu lenken noch oder an einem Posten, den auch ein anderer hätte vielleicht einnehmen können. Militärisches Genie oder nur ein durchschnittlicher Offizier? Nach meiner eigenen begrenzten Meinung bin ich überzeugt, dass es in diesem letzten Krieg eine ganze Menge deutsche Generale gegeben hat, die einen ähnlichen Job genauso ausgeführt haben könnten wie Rommel getan oder vielleicht sogar besser. Trotzdem wird er zum populärsten deutschen General des Zweiten Weltkrieges, zur Legende. Heidenheim an der Brenz, schwäbische Provinz. Am 15. November 1891 wird Rommel hier als drittes von 5 Kindern geboren. Seine Eltern Helene und Erwin. Der Vater ist Rektor an einer Realschule. Getauft wird er auf den Namen Johannes Erwin Eugen. Die Zeppelinwerft am Bodensee hat es ihm angetan. Er will Flugzeugingenieur werden. Doch der Vater schickt den Sohn zum Militär. Mit 20 wird er Leutnant. Rommel bildet Soldaten aus. Infanterie in Weingarten, einer schwäbischen Kleinstadt. Der junge Offizier hat eine Freundin, Walburga Stemmer. 1913 wird sie schwanger. Er hat mal in einem Brief geschrieben, da war also die Walburga noch schwanger, meine Großmutter. Und da hat er ihr geschrieben, er spart jetzt, damit er seine Schulden bezahlen kann. Und dann wollen sie sich ein Nestchen bauen. Und es muss tiptop werden, hat er ihr geschrieben. Meine kleine Mama, hat er geschrieben. Kleine Mama. Dezember 1913. Geburt einer unehelichen Tochter, Gertrud. Der Offizier muss sich entscheiden, Militär oder Ehe. 2 Monate nach dem Brief, nachdem er gesagt hat, sie wollen eine Wohnung machen und sie wollen zusammenbleiben. Und 2 Monate oder 3 Monate später ist dann ein Brief gekommen und da hat er ihr erklärt, dass er sie nicht heiraten kann. 4. August 1914.
Weltkrieg. Zum Abschied schreibt Rommel seiner Schwester: Sollte ich fallen, habe ich nur einen Wunsch, die arme Trudel und Walburga versorgt zu wissen. Ich habe sie mehr lieb als mich selbst. Ich will gut machen, was ich gefehlt. Rommel wird zum Krieger. Immer an vorderster Front. Mehrfach verwundet, befördert, ausgezeichnet. Oktober 1917, Isonzo-Front, Italien. Für den Sturm auf dem Monte Maggiore ist der höchste Orden ausgesetzt. Pour le Mérite. Rommel will ihn haben. Er stürmt an der Spitze seiner Truppe den Maggiore. Doch ein anderer wird ausgezeichnet. Rommel fühlt sich um seinen Sieg betrogen. Er reicht Beschwerde ein. Nach Wochen erst bekommt er Recht. Die Angst, übergangen zu werden, wird ihn sein Leben lang begleiten. Noch im Krieg hat er geheiratet. Eine andere. Luzi Molin, eine Jugendliebe. Nach der Niederlage, der Vertrag von Versailles beschränkt das deutsche Heer auf 100.000 Mann. Schlechte Zeiten für Soldaten. Rommel verzichtet auf Karriere. Statt Generalstabsausbildung, Garnisonsdienst in der Provinz. Er will bei der Truppe bleiben. 1929 wird er Lehrer an der Infanterieschule in Dresden. Einer seiner Schüler erinnert sich an Rommels Unterricht. Ich will ein Beispiel sagen. Also in Frankreich vollzog eine beherrschte Höhe, darauf ein Haus. In diesem Haus mit Scheune saß also ein Zug, mindestens ein Zug Franzosen, der aus allen Rohren schoss, als sie angreifen wollten. Die Artillerie hat aber gesagt, wir müssen unbedingt diese Höhe haben, wir brauchen diese Beobachtungsstelle. Also wurde Rommel beauftragt, diese Höhe auf alle Fälle zu nehmen. Aber er hat sich gesagt, wenn ich also hier angreife, habe ich Riesenverluste. Und da hat er uns gesagt, na, wie hätten Sie es jetzt gemacht? Ja. Und wir haben uns natürlich dann Feuerschutz aufgebaut und so weiter und so weiter. Und dann haben wir nachher gefragt, wie haben Sie es gemacht? Dann sagt er, ich habe mich herangeschlichen mit meiner Dolchpistolenmunition und habe auf Scheine geschossen mit Leuchtspur. Und dann hat sie gebrannt und die Franzosen waren weg und wir waren drin. Rückzug ins Privatleben. Rommel hat einen Sohn bekommen. Soldaten wie er werden nicht mehr gebraucht. Er war der geborene, einfallsreiche Praktiker mit der Wendigkeit und Einfallsreichtum eines Fuchses, ohne dass er charakterlich ein Fuchs gewesen wäre. 30. Januar 1933. Hitler übernimmt die Macht. Sie hören jetzt immer Jubel zu den Fenstern herauf. Sie leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild, diese gereckten Arme, das Heil rufen. Das Ende der Demokratie, auch das Militär, hat sie nicht geliebt. Die Offiziere der Reichswehr waren ja bewusst apolitisch gehalten worden. Wir haben uns für Politik nicht interessiert. Wir durften auch nicht uns politisch in irgendeiner Weise äußern oder gar betätigen, sodass wir eigentlich den Machtwechsel, wenn man ihn so bezeichnet hat, am 30. Januar 1933 mehr als Beobachter, aber weniger als Betroffene empfunden haben. Hitler wirbt um die Beobachter. In Potsdam, der Wiege von Preußens Militär, erweist der Gefreite des Weltkriegs seinem Heerführer von einst die Reverenz. Das gefällt auch Rommel. 14 Jahre ist er nicht befördert worden. Man muss sich vorstellen, diese Reichswehroffiziere haben über ein Jahrzehnt lang mit Papppanzern arbeiten müssen, mit Holzgeschützen. Und nun plötzlich kam jemand und sagte, Schluss damit, mit diesem Spielzeug, was keinen Sinn hat. Ihr kriegt jetzt also richtige Gewehre, richtige Maschinengewehre und richtige Panzer. Dass das ein Mann, der überzeugt Offizier war, auch mitriss und auch begeisterte, kann ich verstehen. Goslar, 14. September 1934. Zum Erntedankfest ist Hitler in der Stadt.
Der neu ernannte Standortkommandant Erwin Rommel präsentiert die Ehrenkompanie. Es ist seine erste persönliche Begegnung mit Hitler. Dem Diktator fällt der Major nicht weiter auf. Und was denkt Rommel? Mein Vater und meine Mutter im Übrigen waren also tief beeindruckt von den innenpolitischen und außenpolitischen Erfolgen. Das sind natürlich Scheinerfolge, nicht? Der Hitler hat ja bloß Geld gedruckt und hat damit sich als Wundertäter geriert. Aber das hat man alles damals nicht durchschaut. Und man hatte auch den Eindruck, dass der Hitler positiv zu den Streitkräften steht. Und da waren die also schon beeindruckt, um das mal so zu sagen. Also ich kann nicht behaupten, dass mein Vater die wahre Natur Hitlers im Jahr 33 oder 34 oder 35 erkannt hätte, keineswegs. Sonst wäre ja auch sein ganzes Verhalten nicht recht erklärbar. Rommel steigt auf, wird Taktiklehrer an der Kriegsschule in Potsdam. Er veröffentlicht seine Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg als Lehrbuch. Der Sturm auf dem Monte Matajur wird zum Bestseller. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, erneut Beförderung. Rommel wird zum Kommandeur der Kriegsschule in Wiener Neustadt. Der Terror des Regimes hat auch hier Einzug gehalten. Mein Vater hat wie viele andere auch leider die ganze Judenfrage als etwas Negatives gesehen, sicher etwas Negatives, was aber durch die übrigen Leistungen überstrahlt wurde. März 1939, Einmarsch in die Tschechoslowakei. Rommel ist zum Kommandeur des Führerhauptquartiers berufen worden. Mehr Repräsentation als militärische Herausforderung. Für kurze Zeit gehört er zum engsten Umkreis des Diktators. Weiß Rommel, dass Hitler jetzt den Krieg will? Meine Mutter sagte immer, mein Vater hätte noch, als er im Jahr 39 aufbrach ins Führerhauptquartier, hätte er gesagt zu ihr, da kannst du dich drauf verlassen, solange die Generation lebt, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat, da kommt kein Zweiter. Rommel irrt sich. 1. September 39. Überfall auf Polen. Rommel ist zum Generalmajor befördert worden. Er soll für Hitlers Sicherheit sorgen. Jetzt lernt er den Diktator näher kennen und schreibt an seine Frau: Bin viel mit dem Führer zusammen, oft bei intimsten Besprechungen. Dieses Vertrauen ist für mich die größte Freude, mehr als mein Generalsrang. Abends ist immer lange Besprechung der Lage, wobei ich anwesend sein und gelegentlich auch ein Wort sprechen darf. Das ist wunderbar, wenn man die Klarheit in der Behandlung der Probleme miterlebt. Gestern Abend durfte ich neben ihm sitzen. Der Soldat ist wieder etwas wert. Rommel verehrt den Diktator. Auch Hitler gefällt der Schwabe ohne Generalstabsdünkel. Rommel ist anders als viele Offiziere. Ein Autodidakt und Mann der Tat, wie Hitler selbst. Ein Gunstbeweis. Rommel bekommt eine Panzerdivision. Ungewöhnlich für einen Infanteristen. Beim Angriff gegen Frankreich kann Rommel sich bewähren. Wie schon im Ersten Weltkrieg stürmt er an der Spitze seiner Truppe durch das Land. Und ich war da auch bei derselben Armee, bei der 4. Armee, General von Kluge. Und da hörten wir von Rommel, das erzählte mir mal irgendeinen Wachtmeister, ja, da ist so ein verrückter Divisionskommandeur, der pecht einfach nach vorne ohne Deckung links und rechts und hat aber trotzdem Erfolg. Und das war die Gespensterdivision. Da haben wir dann hinterher erfahren, dass das auch Rommel war. 18. Juni 1940. Frankreich hat kapituliert. Mussolini kommt nach München. Erst eine Woche zuvor hat er Frankreich und England den Krieg erklärt. Jetzt gehört der Duce zu den Siegern und träumt von der vergangenen Größe Roms. Libyen, italienische Kolonie in Nordafrika. Von hier aus greifen Mussolinis Soldaten im September die britischen Truppen in Ägypten an. Der Wüstenkrieg beginnt.
Nach nur 90 Kilometern endet die Offensive. Der Nachschub stockt. Die italienischen Soldaten sind erschöpft. Als Mussolini uns den Krieg erklärte, war das für uns glatter Verrat. England war am Boden. Wir waren offensichtlich dabei, den Krieg zu verlieren. Da kam Italien daher. Wie ein streunender Hund, wie ein Aasfresser und versuchte, so viel wie möglich abzubekommen, als wir auf den Knien waren. Damals haben wir uns geschworen, nichts würden sie kriegen. Sie sollten bezahlen. Wir hatten eine Rechnung mit ihnen offen. Wir wollten es ihnen heimzahlen. Und wir haben es ihnen heimgezahlt. Im Dezember schlagen die britischen Besatzungstruppen aus Ägypten zurück. In nur 8 Wochen ist das italienische Feldheer in Libyen vernichtet. Die Kolonie scheint verloren. Mussolini ruft seinen Verbündeten zu Hilfe. Für den Wüstenkrieg wird ein unkonventioneller Mann gebraucht, Rommel. Hitler nennt ihn den verwegensten Panzergeneral, den wir in der deutschen Armee besitzen. Aus dem besetzten Frankreich wird Rommel nach Nordafrika in Marsch gesetzt. Das ist die Chance seines Lebens. Und ich habe ihm damals gesagt, Herr General, ich habe gelesen, in der Wüste findet man zweierlei. Erstens Gott und zweitens den Umsturz. Da sagte Rommel, Schmückle, vielleicht finde ich beides dort. 12. März 1941, Tripolis, Hauptstadt von Libyen. Die ersten deutschen Panzer treffen ein. Der kommandierende General des Deutschen Afrikakorps ist persönlich am Hafen. Erwin Rommel hat es eilig. Sein Auftrag lautet, er soll den Vormarsch der Briten stoppen. Aber Rommel hat andere Pläne. Im Hafen auch ein junger Leutnant, Heinz-Werner Schmidt. Er war Beobachter in der italienischen Kolonie Eritrea in Ostafrika. Rommel hat mich dann angeguckt und wollte etwas wissen natürlich. Er sagte, wie sind die Verhältnisse denn da unten in Eritrea? Und ich hatte wahrheitsgemäß gesagt, ich war nun schließlich praktisch noch vor 24 Stunden da gewesen, nicht? Sagte ihm, also wie ich die Situation beurteile, glaube ich nicht, dass da noch irgendetwas Kämpferisches zu erreichen ist, nicht? Der Herr Leutnant, was wissen Sie? Wir werden zurückstoßen auf den Suezkanal und dann ist das eine Wendung nach rechts. Sie sind verabschiedet. Rommel greift zu einer List, um Stärke vorzutäuschen. Den Panzerfahrern hat er befohlen, um den Häuserblock zu fahren und sich erneut in die Parade einzureihen. Und da fiel mir auf, dass da irgendein einem Kettenglied irgendwas nicht in Ordnung war. Und da dachte ich, oh Mensch, das geht, den hätten sie auch mal zur Reparatur schicken können, nicht? Und nachdem ich diesen Fehler nachher nochmal sah, nicht, da wurde ich erstmal wach. Da dachte ich, mindestens Kinder, habe ich den nicht auch schon mal gesehen? Von der Parade weg schickt Rommel seine Soldaten in die Wüste, den Briten entgegen. In der Wüste sah man ja immer auf Kilometer den Wüstenstaub, der in der Luft war. Auch wenn man keine Truppe erkennen würde, durch die Erdkruste, ja, sah man erst den Staub. Und da hat Rommel Folgendes erfunden. Er hat an Volkswagen hinten einfach einen kleinen Motor gemacht, hat mit einem Propeller, dass die möglichst viel Staub machten. Und dann hat er 3 Volkswagen in die Wüste geschickt. Und die feindliche Aufklärung hat er geglaubt, ja, das sei ein ganzes Regiment. Was Rommel nicht ahnt, die Täuschung ist umsonst. Die britischen Truppen werden nach Griechenland verlegt. Erst nach 900 Kilometern kommt es bei dem Wüstenfort El Agheila zum ersten Zusammenstoß mit dem Gegner. Leutnant Winrich Beer führt den Stoßtrupp. Und da bin ich mit einem kleinen Unternehmen zu Fuß nachts am Strand entlang gegangen. Und dann haben wir dieses Fort erobert. Und es stellte sich raus, dass außer Hunderttausenden von Flöhen kein einzelner Engländer da nachts übernachtete. Die kamen erst morgens mit ein paar Spähwagen im Morgengrauen angefahren und die haben wir dann geschnappt und abgeschossen und so weiter.
Leutnant Bär hat seine Kamera dabei. Aufnahmen vom Kampf um Ella Geiler. Und das war die erste große Begegnung mit dem Engländer. Und diese lächerliche Geschichte kam, weil sie natürlich von einer gewissen strategischen Bedeutung war, in die deutsche Presse. Und dieses Fort Ella Geiler erschien so in der deutschen Presse, als ob es ein Fort Douaumont oder sowas war und wie eine große Schlacht da geschlagen hatten. In Wirklichkeit war es eine lächerliche Karl-May-Angelegenheit. Feuer auf angreifende englische Panzer vor Ageila. Generalleutnant Rommel, der kommandierende General des deutschen Afrikakorps, leitet in vorderster Linie den Angriff. Deutsche Panzer stoßen vor. Angriff auf Ageila. Im Mittelpunkt der Inszenierung Erwin Rommel. Obwohl er erst am nächsten Morgen eingeflogen wurde. Ageila ist zurückerobert. Die deutsche Flagge weht über dem Wüstentor. Rommel selber war nicht dagegen, wenn er jetzt der Propaganda mehr vorgestellt wurde, nicht? Er hatte also nichts dagegen, wenn jetzt ein Kameramann kam und die Aufnahmen macht. Er hat auch nichts dagegen, wenn fotografiert wurde. Rommel entwickelt schauspielerisches Talent. Die Stellungen werden sofort gegen englische Gegenangriffe gesichert. Rommel würde manchmal auch eine Pose halten, nicht? Wenn er jetzt merkt, da ist ein Kameramann und er will ihn vom Profil sehen, dann würde er sein energisches Kind zeigen und dann zielbewusst ein paar Sekunden das einhalten, um dem Fotografen die Chance zu geben. Jetzt ist er nicht mehr zu übersehen. Geburtsstunde eines Mythos. Das haben wir eigentlich erst im Urlaub gemerkt, denn man wurde eigentlich nur auf Rommel angesprochen. Es war, ja, kennen Sie Rommel? Haben Sie Rommel gesehen? Haben Sie das gesehen? Man war also, es wurde eigentlich alles nur, war verrommelt. Weiter geht der Vormarsch nach Osten. Nächstes Ziel, Benghazi. Für die Ewigkeit wird Rommels Siegeszug im Jahr darauf auf Zelluloid gebannt. Trotzdem wir dem Engländer an Zahl weit unterlegen waren, griffen wir bei Michili am 6. April 1941 an. Ja, wir stießen sogar mit Teilen unserer Streitmacht gleichzeitig nach Derna, um dort schon die Küstenstraße in Besitz zu bekommen und dem Feind den weiteren Rückzug aus der Cyrenaika zu verlegen. In nur 2 Wochen erobert Rommel die Cyrenaika zurück und stößt bis zur ägyptischen Grenze vor. Einzig einen Ort kann er nicht einnehmen. Tobruk. Was mich an diesem 10. April, als die Deutschen ihren ersten Angriff machten, überraschte, die hatten gar keine richtige Aufklärung gemacht. Das Einzige, was sie hatten, waren ihre Ferngläser. Man kann mit Ferngläsern keine gute Aufklärung machen. Man sieht zwar, was aus dem Boden rausschaut, aber doch nicht, was im Boden ist. Was Rommel nicht weiß, die Italiener hatten Tobruk zur schweren Festung ausgebaut. 126 perfekt getarnte Bunker, Drahtverhau, Minenfelder und einen Panzergraben umschließen die Hafenstadt. Jetzt warten hier erfahrene britische Berufssoldaten auf Rommel. Ahnungslos rücken die ersten deutschen Soldaten gegen die Festung vor. Und am 10. April griffen sie an. Zu unserer Überraschung griffen sie entlang der Straße an. Die Straße lag voll im Schussfeld unserer Artillerie- und Panzerabwehrgeschütze. Sie kamen mit Infanterie und gepanzerten Fahrzeugen an und sind in schreckliches Feuer gerannt. Erst gab es noch so ein Artilleriegefecht, aber als sie losstürmten, hatten sie keine Chance mehr. Sie haben eine Menge Männer verloren. Rommel will Tobruk um jeden Preis bezwingen. General Rommel landet mit seinem Storch an der Front vor Tobruk. General Rommel gibt Befehl zu neuem Angriff. 4 Tage lang rennen seine Soldaten gegen die Festung an.
Sie haben keine Aussicht auf Erfolg. Bilder vom Kampf um Tobruk. Ich dachte, dass Rommel mit seinem Ehrgeiz, immer und immer wieder gegen uns anzurennen, ein ganz überflüssiges Risiko einging. Und seine Leute haben den Preis dafür gezahlt. Die Verluste sind hoch. 1240 Soldaten. Gefallen, verwundet, gefangen. Vor Tobruk. In Berlin häufen sich die Beschwerden über den eigenwilligen General. Ihm fehle zeitweise der Überblick, heißt es. Hart und schroff, ja ehrenrührig behandle er seine Soldaten und Offiziere. Und ich habe es erlebt, dass er dann auch keine Rücksicht nahm vor irgendwelchen anwesenden normalen Soldaten einer Truppe, wenn er den Eindruck hatte, dass dieser Offizier seine Pflicht nicht so getan hat, wie er es eigentlich von ihm erwartet hatte. Dann konnte er ihm also ohne weiteres an den Kopf schmeißen: Gehen Sie zurück auf den Kasernenhof und lassen Sie sich die Grundausbildung eines Rekruten beibringen. Und wenn man das einem General vor versammelter Mannschaft sagt, dann ist das schon ziemlich hart, denke ich. Im Mai 1941 versucht der Generalstabschef des Heeres Franz Halder, diesen verrückt gewordenen Soldaten, wie er ihn nennt, zu entmachten. Hitler will davon nichts hören. Für den Nebenkriegsschauplatz Afrika braucht er einen Mann wie Rommel, der mit geringen Mitteln viel erreicht. Es folgten harte Kämpfe am Ras Madauer, vor allem im Mai, die beinahe mit Kampfverhältnissen von Verdun zu vergleichen sind. Aber der deutsche Soldat und neben ihm auch die italienischen Kameraden haben diese schwierigen Zeiten überstanden. Sie haben jeden Versuch, die Festung Tobruk zu entsetzen, abgewehrt oder uns die Stellung an der ägyptischen Grenze zu entreißen. Für ihn war das Leben reiner Militarismus. Man konnte sich auch mit Rommel bis auf einen bestimmten Grad persönlich nicht unterhalten. Es ist vermessen, wenn ich sage, man konnte nicht. Er würde sich nicht ohne weiteres über solche Themen unterhalten. Rommel hat mich nie gefragt, was meine Familie ist, was ich tue, ob ich Berufsoffizier bin oder nicht. Ihn interessiert nur sein Feldzug. Rommel, so beschrieb ihn später sein Stabschef, war eine kompromisslose, harte, im Grunde unpersönliche Natur. Immerhin, seine große Art wurde von den Soldaten insbesondere anerkannt, insofern, als dass sie ihn oft gesehen haben, in den vordersten Stellungen. Das hinterlässt Eindruck, das ist bei den Italienern kaum passiert. Und durch sein persönliches Auftreten hat der Soldat selber gesagt, auch die Offiziere dieser Einheiten, nicht? Einer, der sich so für seine Sache einsetzt, für den lohnt es sich, sich selber einzusetzen. Das lässt sich auch an der Heimatfront zu Propagandazwecken nutzen. Generaloberst Rommel auf seinem Gefechtsstand. Immer ist er bei seinen vordersten Einheiten. In Italien, wenn ein General ankam, da musste immer gleich die ganze Ehrenwache antreten. Das war doch ein höheres Wesen, so ein General. Den sah man nur aus der Ferne. Aber Rommel, den sah man mitten in der Schlacht. So nah, denn hätte die gleiche Kugel treffen können wie mich. Sowas hatte es noch nie gegeben. Sein Mut beeindruckt sogar den Gegner. Wenn wir von den Italienern sprachen, sprachen wir von den Eitais. Wenn wir von den Deutschen sprachen, sprachen wir normalerweise von den Jerrys. Aber schon sehr bald hießen die Deutschen bei uns nur noch Rommel. 18. November 1941. Im Morgengrauen brechen britische Truppen aus der Festung Tobruk aus. Beginn der britischen Gegenoffensive. Nach 3 Wochen bleibt Rommel keine andere Wahl. Er muss den Rückzug antreten. Es ist mir dieser Entschluss bitter schwer gefallen, Tobruk freizugeben, das wir nun über ein halbes Jahr belagert hatten. Und vor dem Feind zu weichen,
Und man macht sich keinen Begriff von den Schwierigkeiten, die ich damals hatte. Schon deshalb, weil ein großer Teil meiner Truppen gar nicht motorisiert war. Nach 9 Monaten ist die Panzergruppe Afrika wieder dort, wo ihr Vormarsch begann. In El Agheila. Das deutsche Zwischenspiel in Afrika scheint zu Ende. The way in which he had completely routed. Die Art, wie Rommel Tobruk beim ersten Angriff komplett umgangen hatte, da haben wir schon gedacht, das ist ein bemerkenswerter Mann. Und dann, als er unsere erste Offensive abgewehrt hatte, im Mai, hatten wir schon das Gefühl, das ist ein brillanter Kommandeur. Aber ich meine, er war für uns kein Wunderkind. 5. Januar 1942. Nach langer Zeit trifft erstmals wieder ein Transport ohne Verluste auf dem Seeweg ein. Mit sich bringt er 54 neue Panzer. Wieder stürmt Rommel vor. Mit Erfolg. Am 29. Januar fällt Benghazi zum zweiten Mal in deutsche Hand. Es ist ein militärisch unbedeutender Sieg. Nur einer kann ihn dringend brauchen. Hitler. Am Tag darauf spricht er im Berliner Sportpalast. Wir werden fechten, wo wir stehen. Keinen Fußbreit vor noch den Kampf aufgeben. Und wenn wir einen Fußbreit aufgeben, sofort wieder vorstoßen. Und wir sind ja so glücklich, es seit gestern zu wissen, dass unser Generaloberst Rommel... Es ist das erste Mal, dass der Diktator ihn öffentlich erwähnt. Hitlers Eroberungskrieg in Russland hat sich festgefahren. Rommels Sieg soll vom Scheitern an der Ostfront ablenken. In dem Moment, in dem sie glaubten, ihn geschlagen zu haben, sofort wieder kehrt machte und ihnen wieder zurückschlug. Es ist kein Zweifel, dass Rommel vom Regime Hitler und Goebbels missbraucht worden ist. Als Heldenfigur. Und dass er, wenn ich das so kritisch sagen darf, dem auch nicht widerstanden hat. Auf dem Flugplatz des Führerhauptquartiers. Generaloberst Rommel trifft aus Afrika ein. Liebste Lou, ist es nicht wunderbar, dass ich Gelegenheit habe, mich für Führer, Volk und die neue Idee auszuwirken? Dein Erwin. Der Führer überreicht Generaloberst Rommel als 6. Offizier der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Im Osten führt Hitler einen Vernichtungskrieg. Noch weiß Rommel nichts von den Massenerschießungen jüdischer Männer, Frauen und Kinder hinter der Front. Sein afrikanischer Kriegsschauplatz ist weit davon entfernt. Da ist eine Sache, die ich hervorheben muss, und ich sage das mit großem Respekt. Bei dem Wenigen, was ich vom Afrikakorps gesehen habe, gab es niemals irgendwelche Hinweise oder Anzeichen, dass die Soldaten antijüdisch eingestellt waren. Er ist Soldat. Hitlers Rassenideologie ist ihm fremd. Im Mai setzt er zur Offensive an, die ihm die Festung Tobruk bringen soll. Im Süden der britischen Gazala-Stellung liegt Bir Hakeim. ...3600 Soldaten haben sich hier verschanzt. Franzosen, die sich unter General de Gaulle den Briten angeschlossen haben. Unter ihnen Fremdenlegionäre. Es gab Polen, Jugoslawen, Serben, Kroaten, Deutsche und sogar Österreicher. Es waren nicht sehr viele Österreicher. Sie kamen nach dem Anschluss Österreichs zur Fremdenlegion. Sie wollten die Annexion ihres Landes durch Hitler nicht akzeptieren und schlossen sich uns an. Die Kunde von den deutschen und österreichischen Fremdenlegionären dringt bis ins Führerhauptquartier. Am 9. Juni trifft ein Befehl bei Rommel ein. Der Führer hat angeordnet, dass gegen diese mit äußerster Schärfe vorzugehen ist. Sie sind daher im Kampf schonungslos zu erledigen. Rommel war erschüttert, dass man
Menschen erschießen soll, die also genau die Pflicht tun wie wir. Das sind zwar Gegner, aber es sind ja keine Partisanen oder sonst was. Also die muss man doch achten, das sind Menschen. Und genau wie wir. Und das wird nicht gemacht, sagt er. Das kann ich nicht verantworten. Am 11. Juni fällt Birachheim in deutsche Hand. 2619 sogenannten Freifranzosen ist die Flucht gelungen. 500 geraten in Gefangenschaft. Nach dem Waffenstillstandsvertrag mit Frankreich gelten sie als Freischärler. Auch ihnen droht der Tod. Rommel dachte sich wohl, man erschießt keine Soldaten, die in einem regulären Kampf in regulärer Uniform gekämpft haben. Aber Rommel war auch ein Mann, der Repressalien fürchtete. Ich meine, er hatte Angst, die deutschen Gefangenen könnten genauso behandelt werden. Mordbefehlen widersetzt er sich. Dass er einem System dient, das Verbrechen befiehlt, hinterfragt er noch nicht. Der Krieg in der Wüste war wirklich ein Krieg ohne Hass. Das war das große Glück für Rommel. Anders gesagt, das Bild von Rommel entstand in Libyen. Libyen verdankte er seinen Ruf. Seinen Ruf als großer General, aber auch als ein Mann, dem es gelang, einen sauberen Krieg zu führen. Der saubere Krieg ist im Gefecht so mörderisch wie jeder andere. Immer wieder gerät Rommel dabei selbst in Gefahr. Beim Sturm auf die Gazala-Stellung schlägt ein Geschoss vor seinem Wagen ein. Sein erster Generalstabsoffizier Siegfried Westphal wird verwundet. Rommel kam nicht ab, ich bekam nichts ab und der Fahrer bekam nichts ab, aber Westphal bekam alles in den Hintern, viel Blut überströmt vom Auto auf den Bauch in der Wüste und den ganzen Hintern blutete. Und Rommel sagte zur Schlippenbach, Leipzig, wir müssen hier weg. Und darauf dachte ich mir, ja, den Oberst kannst du aber nicht liegen lassen, sagt sie, Leipzig, hauen Sie ab mit dem Feldmarschall. Ja? Ich war auch zwiespältig. Ich konnte verstehen, dass Rommel da nicht bleiben konnte. Ja, es war viel zu gefährlich. Auf der anderen Seite war ich ein bisschen schockiert, dass er mir nicht den Befehl gab, mich um Oberst Westphal zu kümmern. Ja, da war ich etwas schockiert, dass er eigentlich erwartete, ich fahre mit ihm weg und lasse ihn da liegen. Schlippenbach rettet Oberst Westphal. Rommel trifft den Todgeglaubten 3 Tage später wieder. Und da war der Rommel sehr erstaunt, dass er dann meinen Vater wiedergesehen hat, später, und hat dann geäußert, ach, ich dachte, Sie sind gefallen. Da war mein Vater natürlich sehr verletzt und sehr getroffen, im wahrsten Sinne. 20. Juni 1942, Tobruk. In den frühen Morgenstunden brechen Rommels Truppen endlich in den äußeren Ring der Festung ein. Der Sieg liegt nun zum Greifen nahe. Und da wurden wir plötzlich unerhört beschossen. Da sagte Rommel, die Idioten, was beschießen die uns? Schlippenbach, fahren Sie mal vor, die sollen sich gefälligst ergeben. Tobruk hat sich schon ergeben, das war natürlich gelogen. Also ich dachte, mich ein Himmelfahrtskommando, fuhr also vor, da gingen wir in Deckung, da kroch ich noch weiter und schrie immer, ja, surrender, surrender, the war is finished, surrender, surrender. Ja, das war mein einziges bisschen gutes Englisch, was ich da konnte. Die dachten natürlich nicht dran, sich zu ergeben, ja, und schossen friedlich weiter. Und da krochen wir also zurück und dann war der ganze Stab von Rommel verschwunden. Und da war ich ein bisschen verärgert. Das war wieder so meine Depression, so ungefähr, aha, Schlippenbach, dein Schicksal ist dem scheißegal, ja? Der gibt dir den Befehl, ja, davor zu fahren, die sollen sich ergeben und dann fährt er selber weg. Ungeduldig treibt Rommel seine Pioniere an. Bei Sonnenaufgang überwinden sie das letzte Hindernis, den Panzergraben.
Der Weg ins Innere der Festung ist frei. Und er hat mir da einmal so sehr Kluges gesagt, was ich damals dann schon verstanden habe. Wissen Sie, wenn man als Führer einer Armee die Verantwortung hat über Tausende von Leben, kann man sich nicht mit einem Einzelschicksal beschäftigen. Dann hat man nicht den Kopf frei und dann kann man die Verantwortung gar nicht verkraften, wenn man sich mit Einzelschicksalen beschäftigt. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Es ist 11 Uhr und 40 Minuten. An der Stelle, wo unsere Pioniere heute Morgen den Panzergraben der unsere Panzerdivisionen bei dem Einbruch in die innere Befestigungslinie von Topbuch aufhalten sollten, überwunden haben, treffen wir den Oberbefehlshaber der Panzerarmee Afrika, Generaloberst Rommel. Herr Generaloberst, darf ich gehorsam bitten, zu den bisherigen Erfolgen vor Topbuch und zu den Operationen hier kurz ein paar Worte zu sagen? Nahezu 4 Wochen Hammerkämpfe liegen hinter uns. Aber sie waren nicht bloß hart, sondern erfolgreich. Außergewöhnlich erfolgreich. Heute krönt die Truppe ihr bisheriges Werk durch Eroberung der Festung Tobruk. Mag alles verfallen, der Sieg der Nation ist sicher. Und da kam, ich bilde mir ein, bei den 11 Uhr Nachrichten oder irgendwann kam damit durch, dass Rommel zum Feldmarschall befördert wurde. Und ich habe daraufhin, oder Günther, ich weiß nicht, wir haben daraufhin auf jeden Fall beschlossen, dass wir den Alten wecken und ihm das mitteilen. Und er schlief schon. Wir sind hingegangen und haben ihn geweckt und haben ihm gesagt, wir freuen uns, dass wir ihm sagen können, er sei befördert worden zum Feldmarschall. Und Rommel hatte wirklich geschlafen. Er hatte ja die Fähigkeit, wirklich sich hinzulegen und auch im Auto, wenn es sein konnte, innerhalb von 10 Minuten war er weg, war eingeschlafen und hat dann so für eine Zeit lang geschlafen und sich ausgeruht. Und er ist nur kurz hochgekommen, hat gesagt, ja, schönen Dank, der Krieg geht trotzdem weiter. Tobruk ist der Höhepunkt in der Karriere des Erwin Rommel. Was er nicht ahnt, den Krieg in Nordafrika hat er an diesem Tag verloren. Berlin, 2. Oktober 1942. Rommel empfängt aus der Hand des Diktators den Feldmarschallstab. Er gilt als treuer Gefolgsmann des Regimes. Doch der Schein trügt. Rommels Glauben an einen Sieg in Nordafrika ist erschüttert. Bald wird er auch an Hitler zweifeln. Tobruk, Libyen, 21. Juni 1942. In den frühen Morgenstunden kapituliert die Festung. 33.000 britische Soldaten geraten in Gefangenschaft. Seit mehr als 16 Monaten kämpfen deutsche und italienische Truppen unter Rommels Führung in Nordafrika. Tobruk ist der Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn. Hitler ernennt ihn zum Feldmarschall. Begeisterung bei den Siegern, Verzweiflung bei den britischen Soldaten. Wir wurden von unseren Offizieren in den üblichen Dreierreihen aufgestellt. Und da standen wir nun, nachdem wir unsere Ausrüstung in die Luft gejagt hatten. Es war ein furchtbares Gefühl der Schande. Besonders, weil die Australier im Jahr zuvor Tobruk gehalten hatten. Wir waren darüber wirklich nicht sehr glücklich.
Zur selben Zeit in Washington. Staatsbesuch im Weißen Haus. Der britische Premier zu Besuch bei Präsident Roosevelt. Mitten in der Besprechung erfährt Churchill vom Fall der Festung Tobruk. Sein Stabschef schreibt später in seinen Memoiren: Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Premierminister zusammenzucken sah. But what I remember so clearly was, Mr. Churchill. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Mr. Churchill besuchte Präsident Roosevelt in Washington, als das passierte. Ich glaube, er hat sich geschämt, wie viele Soldaten sich ergeben hatten. So many soldiers had surrendered. And Mr. Roosevelt immediately said, Aber Mr. Roosevelt sagte sofort, wie können wir Ihnen helfen? Und er bot ihm eine Menge Sherman-Panzer, die eigentlich für die amerikanischen Truppen in Nordafrika bestimmt waren. Mr. Churchill hat diese großzügige Geste niemals vergessen. Wenig später fällt die endgültige Entscheidung. Invasion der USA auf dem Kriegsschauplatz Nordafrika. Die ersten Eilkonvois verlassen schon 10 Tage nach dem Fall von Tobruk die USA. Das Schicksal von Rommels Truppen ist besiegelt. Die Nachschubfrage war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg. Und man konnte sich an 5 Fingern abzählen, die Engländer. Wir wussten ja durch Meldungen ungefähr, was dort an Nachschub eintraf. Und wir haben es ja selbst erlebt, was bei uns an Nachschub wirklich in Wirklichkeit eingetroffen ist. Sodass es abzusehen war, dass bei einer solch großen Überlegenheit, wie sie damals dann bestand beim Engländer, es einfach nicht möglich war, von unserer Seite aus dem Stand zu halten. Nach dem Fall der Festung Tobruk zieht sich die 8. britische Armee zurück. Seit langem war geplant, jetzt die Insel Malta einzunehmen. Doch Rommel sieht keine andere Wahl, als die Briten zu verfolgen. Er befiehlt den Vorstoß nach Ägypten, wo die Hauptmacht der Briten liegt. Ich denke, das war so ein, ich möchte sagen, ein Jachttrieb bei ihm. Dass er sagte, ihm keine Ruhe lassen, er ist jetzt in der Auflösung, dranbleiben, unter allen Umständen. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann manchmal übers Ziel hinausschoss, Truppen überfordert hat, Nachschub nicht genügend da war. Über den Halfaya-Pass geht der Vorstoß weiter. Nicht Masamatruk werden die Briten erneut geschlagen und zu weiterem Rückzug gezwungen. Ein grenzenloser Optimismus, nicht nur bei Rommel, ja, auch eigentlich beim gesamten Armee und auch im Stab, ja, war, wir sahen uns schon in Kairo, ja, wir sagten schon, in welches Hotel gehen wir, ja, und wo werden wir leben, in welchem Hotel machen wir das Hauptquartier. Es war ein kompletter Euphorismus, ja. Und ich weiß, dass in Gesprächen ja so ungefähr die Idee war, sich dann in Palästina mit Truppen zu vereinigen, die aus dem Kaukasus kamen. Ja, das war so die Vision. Wir kommen dann über den Suezkanal von Süden, ja, und die Truppen, ja, aus dem Kaukasus kommen vom Norden. Und da vereinigen wir uns, ja. Das war eine ganz, ganz, ganz klare Vision. Rückzug der Briten auf der Küstenstraße nach Ägypten. Am 29. Juni fällt Masamatru. Noch 150 Kilometer bis nach Alexandria. Schon räumt die Royal Navy hier den Hafen. In Kairo verbrennen die britischen Stäbe ihre Akten. Am 29. Juni landet Mussolini in Libyen. Er will die deutsch-italienische Siegesparade in Alexandria nicht verpassen. Wir dachten alle, dass Rommel gewinnen würde. Wir hätten nur bis nach Kairo kommen müssen. Im Übrigen waren sie dort in Kairo. Sie erzählten ägyptische Politiker, die ich nach dem Krieg kennengelernt habe, schon bereits eine Regierung zu bilden, die der Achse wohl gesonnen war.
Die Engländer in Kairo begannen sich ja schon zurückzuziehen, nachdem sie die Schlacht von Marsa-Matru verloren hatten. Dieser Ort markiert den Wendepunkt des Krieges in Nordafrika und in der Karriere des Erwin Rommel. Ein britischer Kriegsberichterstatter schrieb über diesen Ort: Eine kleine Bahnstation hineingestellt in hunderte Meilen von absolutem Nichts. Das ist El Alamein. Ich sah auf meine Karte und fand da diesen kleinen Punkt an der Küste, El Alamein. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wie berühmt dieser Ort mal werden würde. Aber 2 Tage später befand ich mich in El Alamein. Und ich sehe noch vor mir, wie sich die britische Infanterie und Artillerie quer durch die Wüste eingräbt. 100 Kilometer vor den Toren von Alexandria. General Claude Auchinleck, der Oberbefehlshaber der britischen Truppen im Mittleren Osten, improvisiert die letzte Verteidigungslinie. Es ist die schmalste Stelle zwischen der Küste und der unbefahrbaren Katara-Senke. 64 Kilometer, die für Panzertruppen nicht zu umgehen sind. Als wir in El Alamein ankamen und ich sah die paar kleinen, also die paar lächerlichen Panzer, muss ich sagen, die noch fahrbereit waren bei uns in der Panzereinheit und die ganzen anderen Fahrzeuge. Und ich hab ja auch mitgekriegt, wie erschöpft die Soldaten waren. Die Kampfkraft war bei allen ja nur noch ein Bruchteil dessen, was sie eigentlich war. Da war mir klar, dass das nicht weitergehen kann. Nicht in diesem Zustand. Zur gleichen Zeit erringen die britischen Flieger die unangefochtene Lufthoheit in Nordafrika. Ihre Flughäfen sind jetzt nah. Ihr Nachschub funktioniert reibungslos. Eines Tages wurden wir bei El Alamein wieder einmal von den Stukas bombardiert. Und auf einmal sah ich hoch oben in der Luft unsere Flieger. Die radierten die Stukas förmlich aus. Die hatten keine Chance. Zum ersten Mal wussten wir, dass die Alliierten jetzt in der Luft überlegen waren. Das war der Wendepunkt. Und das hat uns sehr ermutigt. Auch zu Land gelingt die Wende. El Alamein, Anfang Juli 1942. In heftigen Gefechten wird der erste deutsche Angriff abgewehrt. Rommels Vormarsch ist gestoppt. Ich sehe den Rommel heute noch, was er für einen Zorn gehabt hat. Und stand da und war fassungslos, was da in 3-4 Kilometer passiert ist. Also da war für mich dann eigentlich ganz klar, wir sind jetzt endlich dort, wo es möglicherweise nicht mehr weitergeht. Rommels Lage vor El Alamein wird von Tag zu Tag kritischer. Liebste Lou, lange darf es nicht mehr weitergehen, sonst zerbricht die Front. Es sind militärisch die allerschwersten Tage meines Lebens, die ich zurzeit durchlebe. Du weißt, dass ich ein unverbesserlicher Optimist bin. Allein, es gibt Lagen, in denen es völlig dunkel wird. Dein Erwin. Zuversicht zeigt Rommel nur noch für die Propaganda. Günter Halm ist erst 19 Jahre alt. Als Richtschütze einer Pack schoss er unter schwierigsten Bedingungen 7 Britenpanzer ab. Ich bitte Sie zu dieser Auszeichnung und hoffe, dass Sie sie gesund nach Hause bringen. Wer so ein Kerl ist, der wird immer so ein Kerl sein, bei jeder Gelegenheit. Das erwarte ich natürlich von Ihnen. Als ich mich freiwillig meldete, da war der Krieg für mich etwas, da musst du hin, da musst du dich einsetzen. Und als ich den ersten Toten gesehen habe, das heißt, den ersten Panzer, den ich abgeschossen habe, da bin ich dann hin, wir haben Turm Luke aufgemacht und da saßen dann der Fahrer und der Kommandant drin, tot, nur die Skelette. Man sah noch, der war ausgebrannt, der Panzer.
Das hat solch einen Schock gegeben und das hat in dem Moment aus uns tief ernste Menschen gemacht. 8. August 1942. Winston Churchill besucht die britischen Truppen in Nordafrika. In seiner Begleitung Rommels neuer Gegenspieler, Generalleutnant Bernard Law Montgomery. Der Neue gilt als eigensinnig. Ich war gerade Stabschef der 7th Armored Division geworden, als dieser eher kleine Mann ankam, mit ziemlich weiten kurzen Hosen und sehr weißen, knubbeligen Knien. Wir dachten uns, wer ist dieser komische Mann, der die Armee befehligen soll? Ich meine, ich war von Anfang an dabei. Der Sand in meinen Schuhen war schon versteinert, wie wir sagten. Und da waren uns diese Leute verdammt verdächtig, die aus England herüberkamen und noch niemals in der Wüste gewesen waren. Er trägt das schwarze Barett eines einfachen Panzerfahrers. Das soll ihn bei seinen Soldaten populär machen. Auch durch seine grimmige Entschlossenheit fällt er auf. There will be no further withdrawal. I have ordered that all plans and instructions dealing with further withdrawal are to be burnt. Our mandate from the Prime Minister is to destroy the Axis forces in North Africa. It can be done, and it will be done. I was cleaning out my firing position. Ich räumte gerade in meiner Feuerstellung auf. Ich hatte nur meine Waffe in der Hand und ein paar kurze Hosen an. Da stand er plötzlich oben am Graben und fragte, wie lange sind Sie schon in der Wüste, Soldat? 15 Monate, Sir. Er sagte, keine Sorge, sehr viel länger werden Sie auch nicht mehr hier sein. Bletchley Park bei London. Der britische Geheimdienst versucht seit Jahren, hier den Code der deutschen Chiffriermaschine Enigma zu entschlüsseln. Aktion Ultra. We didn't read any army. Wir konnten die Enigma des deutschen Heeres bis zur zweiten Hälfte 1942 nicht regelmäßig und schon gar nicht sofort entschlüsseln. Aber auf einmal gelang es uns. Wir wussten heute schon, was sie morgen tun würden, anstatt wie bisher zu erfahren, was sie vor zwei Wochen vorgehabt hatten. Das war der entscheidende Punkt von Ultra. Die Deutschen halten ihr Chiffriersystem für absolut sicher. Doch der britische Geheimdienst hört jetzt mit. Montgomery ist einer der Ersten, der von der neuen Waffe profitiert. Er wird über alle Vorhaben Rommels informiert. Als könnte Montgomery die Gedanken Rommels lesen, hat er in seinem Quartier ein Bild des Gegenspielers aufgehängt. Das ist doch wieder so ein Mythos. Wovon hat Monty denn wirklich profitiert? Doch nicht davon, die Gedanken Rommels aus einem Bild herauszulesen, sondern weil er Ultra hatte. Das ist es, was zählt. Ich meine, er war ziemlich clever in Sachen Public Relations. Er sorgte dafür, dass er eine gute Presse hatte. Und das ist ja für einen General auch eine sehr gute Sache, wenn er eine gute Presse hat. Von Tag zu Tag wächst die britische Überlegenheit. Rommel war es bekannt, und ich habe es mitgekriegt gehabt, durch die entsprechende Luftaufklärung, dass die englische Armee unwahrscheinlich mit Nachschub versorgt wurde. Und immer wieder hat Rommel betont gehabt, wenn wir überhaupt noch was erreichen können, dann müssen wir das so schnell wie möglich machen, bevor die Engländer mit ihrer Offensive anfangen. Bei Rommel bleibt einmal mehr der Nachschub aus. Es fehlt an allem. Ersatzteile, Munition, Treibstoff. Mussolini und Hitler drängen ihn zum Angriff. Doch ihr Feldherr zögert. Er wird krank. Rommel
Rommel war zu dem damaligen Zeitpunkt persönlich, gesundheitlich doch ziemlich angegriffen. Er hat sehr viel von sich verlangt. Ich habe es alleine schon daran gemerkt, weil ich ja nun, wenn wir unterwegs waren, auch mitverantwortlich war für das, was er aß oder nicht aß, dass er viele Sachen einfach sagte, nein, tut mir leid, ich möchte nichts davon haben, ich kann das nicht essen. Und meint das eine allgemeine körperliche Verfassung mit ausschlaggebend ist auch für seine rein psychische, physische Verfassung. Ich denke, das ist nur zu logisch. Das ist sicher so gewesen. Man hat das gemerkt, dass er in vielem einfach nicht mehr den Schwung hatte oder die Energie aufbrachte, die er sonst vorher aufgebracht hatte. Maser Matrou, 24. August 1942. Im Lazarett wird Rommel untersucht. Hitler hat er zuvor um seine Ablösung gebeten. Sein Arzt schreibt: Der gegenwärtige Zustand ist zurückzuführen auf übermäßige physische und psychische Anstrengung. Eine Krankenschwester nimmt eine Laboruntersuchung vor. Und dann hieß es plötzlich, er soll eine Diphtherie haben. Ja. Und also schon allein Diphtherie, eine Kinderkrankheit, bei diesen Verhältnissen ist ziemlich ausgeschlossen. Und nun musste ich natürlich das Material untersuchen. Keine Spur. Und ich habe ein vollkommen negatives Bild abgegeben. Tut mir leid, ich kann nicht Diphtherie. Und das täte ich auch nie. Nur weil der Herr Rommel krankheitshalber von Maser Matrou nach Hause geschickt werden wollte. Das ist Tatsache. Rommel bleibt keine andere Wahl. Gesundheitlich angegriffen, entschließt er sich zur letzten Offensive. Seinem Arzt sagt er am Morgen vor dem Angriff: Herr Professor, der Entschluss, heute anzugreifen, ist der schwerste meines Lebens. Entweder gelingt es uns in Russland Grosny und hier in Afrika den Suezkanal zu erreichen, oder... Er hat auch gesagt, die Engländer sind uns überlegen, haushoch überlegen. Wisst ihr das? Er hat uns immer mit halb sie, du angesprochen und so weiter. Und da haben wir gesagt, selbstverständlich, Herr Generalfeldmarschall, wir wissen das, aber wir werden die Sache schon machen. 30. August 1942. Rommels Truppen sind aufmarschiert. Sein Gegenspieler Montgomery kennt jede Einzelheit des Plans. Ultra hat ihn informiert. Wir haben ihn genau da erwartet. Wir hatten alles vorbereitet. Alles lief genau nach Plan. Tatsächlich lief es sogar noch besser als geplant, weil sie länger brauchten. Wir hatten nördlich von Himeimat neue Minenfelder gelegt und so haben wir sie sehr viel länger aufgehalten als erwartet. In den Abendstunden beginnt Rommels letzte Offensive. Rommels Truppen rollen ins Verderben. Als die Deutschen durchbrachen, sagte man uns: Nicht schießen, lasst sie durch. Erst wenn die Infanterie und der Nachschub durch sind, dann legt los und haut ihnen auf die Schnauze. Die Deutschen brachen mit etwa 50 Panzern durch und dann kam die Infanterie. Naja, wir haben sie zusammengeschossen. Nach 3 Tagen muss Rommel die Offensive abbrechen. Sein Vormarsch ist endgültig gescheitert. In Rommels Stab herrscht Untergangsstimmung. Wenn wir jetzt da allein nicht schaffen, dann ist Afrika verloren. Ich sage, Herr Oberst, der Krieg ist verloren. Und da hat er mich genommen, dann sind wir 300 Meter in die Wüste gegangen und er hat gesagt, wem haben Sie das noch gesagt? Ich sage, niemanden.
Sie dürfen sowas nicht äußern. Dann kann ich Sie nicht schützen. Sie können mir alles sagen unter vier Augen. Aber nie woanders. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Am 23. September verlässt Rommel Afrika. Er soll eine Kur antreten. Hitler will ihn nach seiner Genesung im Osten einsetzen. Rommel verspricht bei seiner Abreise: Falls die Schlacht beginnt, breche ich meine Kur ab und komme sofort nach Afrika zurück. Das war das Einzige, was uns wirklich demoralisierte, dass Rommel weggegangen war. Wir fragten uns ständig, kommt er wieder? Kommt er nicht wieder? Irgendwie hat uns das misstrauisch gemacht. Die Fähigkeiten und der Ernst dieses Mannes waren für uns wirklich eine Stütze. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Rommel war für uns wichtiger als unsere eigenen Offiziere. Sechs Tage später ist Rommel in Berlin. Hitler will ihm den Feldmarschallstab persönlich überreichen. Begrüßung durch Familie Goebbels. Der Propagandaminister hat ihm sein Haus zur Übernachtung angeboten. In Berlin sind die Verbrechen des Regimes nicht mehr zu übersehen. Auch für Rommel, als sein ehemaliger Ordonnanzoffizier heiraten will. Er frug mich, wo wollen Sie denn mit ihm dann leben? Ich sagte, ja, wahrscheinlich in Berlin. Ja, ich gebe ihm ein Empfehlungsschreiben an meinen Freund Minister Speer mit. Gut, sage ich. Was der Ordonnanzoffizier nicht weiß, Minister Speer verteilt Wohnungen von deportierten Juden. Bin ich mit meiner Frau zur Wohnung gefahren und die war nicht leer. Da war eine Frau mit dem Judenstamm mit zwei kleinen Kindern. Und ich war schockiert, sagte, entschuldigen Sie, ich habe falsch geklingelt, ging zurück vom Ministerium. Manche Namen vergisst man ja nicht. Ja, in Arschlöchern. Und da war der Stadtrat Sommer zuständig. Und ich sagte, hören Sie mal, Sie haben mich da in eine furchtbare Situation gebracht. Ja, wieso denn? Ja, habe ich gesagt, die Wohnung ist ja gar nicht leer. Kann ich gar nicht beziehen. Was, haben Sie die noch nicht abgeholt? Ja? Oh, hat Ihnen die Wohnung gefallen? Dann werde ich dafür sorgen, dass die morgen abgeholt werden. Dann muss die Wohnung nur desinfiziert werden und dann können Sie einziehen. Der Ordonnanzoffizier lehnt ab. Und wie reagiert sein Chef? Und als ich das Ganze dann Rommel erzählte, dass das wahrscheinlich alles Judenwohnungen waren, die Speer da verteilte, war sein Kommentar, das glaube ich nicht, dass der Minister das weiß. Ich glaube, das war auch seine Überzeugung. Entschuldigung, war vielleicht ein bisschen naiv. Aber ich bin fest von überzeugt, er schwindelte mich da nicht an, wenn er sagte, das glaube ich nicht, dass der Minister Speer das weiß. Das war seine Reaktion. Goebbels nutzt die Anwesenheit seines Gastes weiter für Propagandazwecke aus. 30. September 1942, Eröffnung des Winterhilfswerks in Berlin. Rommel verdankt dem Diktator viel und ist ihm treu ergeben. Hitler sagt von seinem Feldmarschall: Er ist weltanschaulich gefestigt. Er steht uns Nationalsozialisten nicht nur nahe, sondern ist Nationalsozialist. Mein Vater war ein Berufssoldat und wollte von Politik eigentlich herzlich wenig wissen. Ich glaube, dass er über politische Fragen kaum nachgedacht hat, sondern dass er die Vorstellung verinnerlicht hat, dass die Soldaten nicht für die Politik da seien. Am Tag darauf eine improvisierte Pressekonferenz. Obwohl die Lage in Nordafrika nahezu aussichtslos ist, zeigt sich Rommel optimistisch. Heute stehen wir 100 Kilometer vor Alexandria und Kairo und haben das Tor Ägyptens in der Hand. Und zwar mit der Absicht, auch hier zu handeln. Worte, an die er selber nicht mehr glaubt. Vor El Alamein rüstet Montgomery zur selben Zeit für die Entscheidungsschlacht. Von der B-Stelle aus mit dem Scherenfernrohr konnten wir rübersehen. Wir haben gesehen, wie die Engländer aufmarschieren, wie die Panzer in Stellung gehen, wie die Artillerie in Stellung geht. Und wir haben ahnen können schon damals im September, was da auf uns zukommt. El Alamein, 21. Oktober 1942. 200.000 Soldaten, über 1.000 Panzer und 1.500 Flugzeuge stehen für Montgomery bereit.
Sie sind den deutschen und italienischen Truppen zahlenmäßig dreifach überlegen. Monty hatte vor dieser Schlacht immer wieder gesagt, das wird der Wendepunkt. Und ich glaube, er war es wirklich. Natürlich gab es die russische Offensive 6 Monate vorher, und das war schon ein großer Wendepunkt. Aber diese Schlacht um El Alamein, das war die entscheidende Wende. Um Punkt 21.40 Uhr beginnt der britische Großangriff. Man kann es gar nicht schildern. Und dann immer in Deckung und immer erwischt sich. Ne? Es war ein Wunder, dass er nicht jeden... Die haben praktisch auf einen einzelnen Mann mit Artillerie geschossen. Alles so 2-3 Mal umgepflügt. Montgomery hat seinen Offizieren eingeschärft. Jeder Soldat in der Armee ist ein Kämpfer. Ihr seid ausgebildet, um Deutsche zu töten. Wenn man heute von Gefühlen gegenüber dem Gegner spricht, die gab es nicht während des Kampfes, sondern die gab es lediglich nach dem Kampf oder wenn Verwundete waren oder wenn Gefangene waren. Während der Auseinandersetzungen gab es da nicht, das ist Larifari. Es war ja Krieg, war kein Kinderspiel. Unter großen Verlusten gelingt es den deutschen und italienischen Truppen, den ersten Ansturm aufzuhalten. Rommels Vertreter in Afrika, General der Panzertruppe Georg Stumme, will sich an der Front ein Bild von der Lage machen. Der General Stumme sagte zum Oberst Westphal, ich möchte mir die Sache selbst mal von vorne ansehen. Ich fahre mal selbst nach vorne. Und da sagte Westphaler General, das können Sie nicht machen, Sie kennen das Gelände nicht. Ja, ich kenne das schon, ich habe meine Karten, auf den Karten stand ja nicht viel drauf, weil ja keine besonderen Merkmale waren. Und da fuhr der General Stumme mit dem Oberst Büchti, mit dem Nachrichtenführer, nach vorne. Nach wenigen Kilometern gerät Stumme in feindliches Artilleriefeuer. Der General erleidet einen Herzschlag. Er bleibt tot in der Wüste zurück. Auf jeden Fall kommt der Fahrer zurück ins Hauptquartier ohne seinen Kommandeur, den General. Das war natürlich eine große Katastrophe. Der Engländer greift an und der Oberbefehlshaber ist nicht mehr da. Wiener Neustadt, 24. Oktober 1942. Noch weiß Rommel nichts von Stummes Tod in Afrika. Seine Tochter Gertrud ist zu Besuch. Meine Mutter hat erzählt, das Führerhauptquartier hat angerufen. Und dann war der Führer am Telefon und es wurde der Herr Feldmarschall, damals der Herr Feldmarschall Rommel, gerufen. Und der Führer hat ihm persönlich gesagt, dass er sofort nach Wien fahren muss, von Wien mit dem Flugzeug nach Neapel und dann nach Afrika, weil in Alamein die Offensive der Engländer begonnen hat. 24 Stunden später ist er wieder in Afrika. Unablässig rennen die britischen Truppen gegen Rommels Verteidigungsstellung an. Ihr Durchbruch ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach 7 Tagen bleibt Rommel nur der Rückzug. Da kann ich mich noch genau entsinnen, als der Oberst Westphal, das war unser 1A, Rommel anrief, der Engländer ist wieder beim ER-125, Grenadierregiment 125, eingebrochen. Was sollen wir tun? Dann sagte Rommel, das war glaube ich am 4. Tag des Angriffes, dann möchte ich ab morgen beweglich führen, lassen Sie die Armee abmarschbereit machen. Dann fragte Westphal, wann soll die Armee abmarschbereit stehen, morgen früh um 6? Nein, sagte Rommel, heute Abend um 11. Und da war es, soviel ich weiß, vielleicht 9.15 Uhr, 21.15 Uhr. Rastenburg, Ostpreußen, 3. November 1942. Erst gegen 3 Uhr nachts trifft die Meldung von Rommels Rückzug im Führerhauptquartier ein. Major Wilhelm Borner ist in jener Nacht der Offizier vom Dienst. In dieser Nacht hat mein Vater ein Fernschreiben von Rommel
bekommen, der da mitteilte, dass er den Rückzug nunmehr begonnen hat. Und für meinen Vater war das nichts Neues, so sein Bericht. Und er hat seine Verdichtung einschließlich der Mitteilung von Rommel weitergereicht für die Lagebesprechung des kommenden Vormittags. Als Hitler am nächsten Morgen vom Rückzug erfährt, wittert er Verrat. Wäre er sofort informiert worden, hätte er Rommels Plan verhindern können, glaubt der Diktator. Major Borner wird gerufen. Das Erste, was mein Vater da erfahren hat, ist, dass ein Hitler auf ihn wutschnaubend tobend zugekommen ist und hat ihm als ersten Satz entgegengeschleudert: In weniger als 60 Minuten sind Sie als Saboteur erschossen. Borner wird nicht hingerichtet. Stattdessen wird er degradiert zum einfachen Kanonier und an den Atlantikwall versetzt. Am 4. November gegen 2 Uhr mittags erreicht Rommel einen Funkspruch aus dem Führerhauptquartier. Hitler befiehlt ihm, den Rückzug abzubrechen und durchzuhalten. Ihrer Truppe aber können Sie keinen anderen Weg zeigen als den zum Siege oder zum Tode. Adolf Hitler. Als dieser Befehl kam vom Führerhauptquartier, dass Rommel El Alamein unter allen Umständen bis zum letzten Mann halten soll, stand er, soweit ich mich entsinne, neben mir im Wagen. Und als Westphal ihm das überreichte, ich weiß jetzt nicht, hat er das dann selbst erst schnell gelesen oder hat ihm Westphal das gleich mitgeteilt, dass er dann sagte, ich denke nicht daran, das Afrika-Korps hier in El Alamein zu opfern. Dennoch folgt Rommel dem Befehl und stoppt den Rückzug. Wir waren alle wie vor den Kopf geschlagen. Und ich wusste zum ersten Mal während des afrikanischen Feldzuges nicht, was ich tun soll. Der Soldat Rommel ist im Konflikt. Gehorchen oder den Befehl verweigern. Das hat es also schlicht geheißen, der Hitler ist wahnsinnig. Der muss wahnsinnig sein. Eine Truppe, die sich, eine Truppe mit über 200.000 Mann, die sich nicht mehr wehren kann, die nicht mehr genügend Munition und Sprit hat, also die mehr oder weniger in kürzester Zeit kampfunfähig ist, eine solche Truppe einfach kaputt gehen zu lassen, das haben wir gesagt, das kann ja doch nicht wahr sein. Wir haben ja noch nicht gewusst, was in Stalingrad passiert ist. 24 Stunden zögert Rommel. Dann befiehlt er den Rückzug gegen den ausdrücklichen Haltebefehl Hitlers. Seiner Frau schreibt er einen Abschiedsbrief. Liebste Lou, was aus uns wird, liegt in Gottes Hand. Leb wohl mit dem Buben. Euch beide küsst dein Erwin. Zur gleichen Zeit in Russland. Deutsche Soldaten kämpfen unter dem Befehl von General Friedrich Paulus in den Außenbezirken Stalingrads. Am 19. November 1942 werden sie von der Roten Armee eingeschlossen. Zum Ausbruch bleiben nur wenige Tage. Doch Paulus zögert. Man kann El Alamein, Stalingrad und Persönlichkeiten wie Paulus und Rommel sehr gut vergleichen. Beide wussten, dass es eine Entscheidungsschlacht für eine Wende. Beide hatten den Befehl, keinen Meter Boden preisgeben, ja? Keinen Meter Boden zurückweichen. Einer hat ihn befolgt, einer hat ihn nicht befolgt. Rommel ist nichts passiert. Es wird manchmal in der Historik gesagt, ja, wenn Paulus von sich aus den Ausbruch gewagt hätte, wäre er zu Tode verurteilt worden. Wissen Sie, was ich da antworte? Na und? Das Risiko muss ein Feldmarschall eingehen, um 100.000 Leben zu retten. Stalingrad, 31. Januar 1943.
50.000 Soldaten sind gefallen. 200.000 gehen in sowjetische Gefangenschaft. Nur wenige Tausend werden Jahre später in die Heimat zurückkehren. Paulus hat den Gehorsam über das Leben seiner Soldaten gestellt. Anders als Rommel. Also da gibt es schon einen Unterschied. Ja, wenn Sie ein, ich sage jetzt mal bösartig, wenn Sie ein Liebling des Regimes sind, können Sie sich mehr leisten, als wenn Sie eine Nummer unter vielen anderen Oberbefehlshabern sind. Das ist jetzt sehr hart formuliert, aber ich möchte zum Ausdruck bringen, dass es da doch Unterschiede gibt. Das mindert nicht die Entscheidung von Rommel, dass er es getan hat, aber er hatte sie leichter. Er hatte es leichter, sie zu treffen. Mehr als 30.000 deutsche und italienische Soldaten bleiben in El Alamein zurück und geraten in Gefangenschaft. Unter ihnen auch ein deutscher General, Wilhelm Ritter von Thoma. Montgomery lädt ihn zum Abendessen ein. Von Thoma war ein feiner Kerl, stand noch unter Schock. Aber irgendwie gefiel es ihm auch, neben Monty zu sitzen. Und Monty sagte zu ihm: So, nun habe ich Rommel einmal besiegt, in der Schlacht von El Alamein. Jetzt werde ich es wieder tun. Ach so, sagte von Thoma. Da stürmte eine Ordonnanz in unser Zelt und brachte einen Funkspruch. Monty überflog den Text. Es war die Nachricht, dass wir Fuka genommen hatten. Fuka liegt ziemlich weit im Westen. Wir waren also endlich durchgebrochen. Und Monty sagte trocken zu von Thoma: Ich habe Fuka. Von Thoma war völlig überrascht und konnte es einfach nicht glauben. Er hat die Entscheidung Schlacht gewonnen. Rommels Armee befindet sich in vollem Rückzug. Und da kommt ein Soldat, richtig ein Lanzer von uns, ganz aufgelöst, voller Dreck vom Sand, von der Hitze, und kommt in die Ortskommandantur und sagt: Alles ist aus, alles ist aus. Und ich schaue den Mann an, und dann sagen ein paar Offiziere: Der hat einen Sonnenstich. Nehmen Sie ihn gleich, sagen Sie zu mir, nehmen Sie ihn gleich mit ins Lazarett. Und wie ich zu dem Mann hingehe, kommen schon immer mehr, immer mehr. Das war der Anfang vom Ende. In London Erleichterung. Rommel's army has been defeated. It has been routed. It has been very largely destroyed as a fighting force. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Well, El Alamein, as you know, was a decisive British victory. El Alamein, das wissen Sie ja, war ein entscheidender britischer Sieg. Und wir im Bletchley Park bekamen Stunde um Stunde, Tag um Tag diese bitteren Funksprüche von Rommel. Panzerarmee ist erschöpft. Wir haben noch 24 Panzer. Wir haben noch 17 Panzer. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, da hieß es: Wir haben noch 11 Panzer. 11 Panzer. Ich meine, Sie könnten diese 11 Panzer leicht auf der Wiese vor meinem Haus hier parken, so wenig ist das. Und wir konnten einfach nicht verstehen, warum Montgomery diesen Sieg nicht sofort ausgenutzt hat. 70.000 deutsche und 30.000 italienische Soldaten sind mit Rommel auf dem Rückzug.
Ich kann mich nach allen Erfahrungen nur zu einem Fehler bekennen. Und dies ist, dass ich nicht schon 24 Stunden früher den Befehl Sieg oder Tod umgangen habe. Nur widerwillig hat der Diktator seinen Ungehorsam hingenommen. Rommel ist erschüttert. Mir wurde es klar, dass Adolf Hitler die wahren Verhältnisse nicht sehen wollte und sich gefühlsmäßig gegen das wehrte, was sein Verstand ihm sagte. Von da an war der Rommel nicht mehr der gleiche. Das war ein regelrechter, war anders. Ich habe ihn ja dann jeden Abend erlebt in unserem kleinen Viereck. Hat kaum was gesprochen, hat sich nur, man hat immer überlegt, was sagt man dem Oberkommando. Man konnte ja nur immer kämpfen zurückgehen. Alexandria, 8. November 1942. Deutsche und italienische Gefangene werden durch die Stadt getrieben. Am selben Tag landen die Amerikaner in Algerien und Marokko. Rommels Feldzug in Nordafrika ist endgültig verloren. Ulm, 18. Oktober 1944. Abschied von Feldmarschall Erwin Rommel. Hitler hat einen Staatsakt angeordnet. Rommels Tod ist eine Inszenierung für die Propaganda. In Wirklichkeit hat der Diktator ihn ermorden lassen, wegen Hochverrats. Es war ein weiter Weg vom populärsten General zum Gegner Hitlers. Rommel vor El Alamein, Sommer 1942. Nichts, so scheint es, kann ihn jetzt mehr aufhalten. Da taucht ein neuer Gegenspieler auf. Bernard Law Montgomery. Am 4. November 1942 schlägt er den Wüstenfuchs vor El Alamein. Vier Tage später landen US-Truppen in französisch Nordafrika. Im Westen stehen jetzt die Amerikaner. Von Osten rücken Montgomerys Truppen vor. Am 12. November nehmen sie Tobruk. Rommels Armee steht vor dem Untergang. Das war wie ein Leichenzug, unser Rückzug. Wie ein Leichenzug. Kein Temperamentsausbruch mehr. Wie wir an Tobruk vorbeimarschiert sind, da hätte ich am liebsten geheilt. Nach dieser furchtbaren Opferzeit auf Tobruk. Und wir waren eine geschlagene Armee. Und so haben wir uns auch gefühlt. Rommel weiß, dass der Krieg in Nordafrika verloren ist. Er fordert von Hitler die Evakuierung seiner Truppen aus Nordafrika. Der Diktator lehnt kategorisch ab. Nach der Niederlage von El Alamein ist der Feldmarschall bei ihm in Ungnade gefallen. Noch macht Rommel andere für den Starrsinn seines Kriegsherrn verantwortlich. Ich entsinne mich, dass er Einzelne aufführte. Himmler, Göring oder Keitel. Dass die dem Führer, wie er sagte, ganz bewusst Dinge gesagt haben,
die nicht den Tatsachen entsprachen. Oder dass ihm gesagt wurde, ihr Nachschub, ihre Logistik ist bereits auf dem Wege. Und er aber genau wusste, dass das nicht der Fall war. Und diese Aussprüche von ihm, die häuften sich eigentlich bei seinen letzten Führerbesuchen immer mehr, sodass auch ich den Eindruck hatte, die Lage ist da oben eigentlich restlos verfahren. Wie mag der Krieg weitergehen, wenn wir Nordafrika verlieren? Wie mag das Kriegsende aussehen? Ich käme von diesem schrecklichen Gedanken los. 50 Tage dauert der Rückzug. Über 1800 Kilometer führt Rommel seine Truppe nahezu unversehrt bis nach Tunesien zurück. Ein letztes Mal hat der Wüstenfuchs es allen gezeigt. An Hitlers Endsieg glaubt er nicht mehr. Rommel stellt sich jetzt sogar darauf ein, in britische Gefangenschaft zu geraten. Wenn du mir durch Kurierpost ein englisch-deutsches Taschenwörterbuch zugehen lassen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ich würde es gut brauchen können. Er ist im Ganzen vielleicht nicht mehr zum Schluss so forsch gewesen, wie er am Anfang sich immer gezeigt hat. Und ich würde auch sagen, er war sicher auch im Umgang mit den anderen Menschen, war er ruhiger geworden. Also er hat nicht mehr dieses aufbrausende Wesen eigentlich gehabt, was er manchmal am Anfang hatte. Da konnte er ja wirklich durch seine ganze Art andere mitziehen und ich will nicht sagen vorwärts peitschen, aber er konnte einen schon mitreißen. Hitler will seinen Feldmarschall ablösen. Ein anderer General soll Tunesien verteidigen. Hans-Jürgen von Arnim. Anfang März wird Rommel endgültig abberufen. Aus gesundheitlichen Gründen, so heißt es. Die Propaganda braucht den Mythos Rommel noch. Sein Fahrer Helmut von Leipzig bringt ihn zum Flughafen. Ich hatte ihn eigentlich bis dahin erlebt als, ich würde mal sagen, als mein Vorbild während dieser ganzen Zeit in Nordafrika. Und musste da jetzt erleben, deprimierend für ihn auch, dass er jetzt faktisch, für mich war das klar, ersetzt wurde von Arnim, der das Kommando da übernahm. Und er hat extra darauf, was mich in gewisser Hinsicht freute, noch darum gebeten, dass ich ihn wegfahre zum Flugplatz. Und ich muss sagen, das ist mir schon nahe gegangen. Sfax, Tunesien, 9. März 1943. Rommel verlässt Afrika. Draußen ist Frühling. Blühende Bäume und Wiesen, Sonne. Die Welt könnte so schön sein für alle Menschen. Es gäbe so unendlich viel Gelegenheit, sie zufrieden und glücklich zu machen. Es war kein erfreulicher Abschied. Auch auf seiner Seite, das sah man ihm an. Dass er wegging, wohl mit dem Gefühl schon, das ist hier zu Ende. In Nordafrika. Und wahrscheinlich hat er auch da schon gefühlt, dass es insgesamt nicht mehr zum Erfolg helfen, also zum Erfolg werden wird. Rommel wird zurückbeordert nach Wiener Neustadt. In Zivilkleidung hat er sich in seiner ehemaligen Kommandeursvilla aufzuhalten. Niemand in Deutschland soll erfahren, dass er Afrika verlassen hat. Ein Soldat aus seinem Stab besucht den Feldmarschall. Also erstens hat er mich Munzinger geheißen, weil er meinen Namen einfach nicht richtig gemerkt hat. Ich bin auch der Munzinger geblieben. Dann hat er gesagt, damit Sie meinen Informationsstand kennen, ich lebe zurzeit von den Nachrichten aus der Zeitung und aus dem Rundfunk. Die Propaganda nutzt den Mythos weiter. Die Post ist da, die Post ist da, und zwar die Post aus Afrika.
Pimper aus Weida in Thüringen sammelten, wo immer sie Glück hatten, bei Bekannten und in Geschäften, 5000 Zigaretten und sandten sie an Generalfeldmarschall Rommel nach Afrika. Heute kommt die Antwort. Rommel schickt dem Pimpen zum Dank eine englische Beuteuniform, sein Bild und einen Brief. Er hat dann nur noch erzählt, dass er immer noch Briefe von Eltern oder Müttern kriegt, die davon ausgehen, dass er noch in Afrika ist und die dann manchmal etwa so lauten, dass sie halt doch noch beruhigt sind, solange sie wissen, dass der Feldmarschall bei seiner Truppe ist, so etwa. Und das hat er ziemlich deprimiert von sich, das hat ihn ziemlich mitgenommen, scheinbar diese Briefe. Tunesien, 13. Mai 1943. Die Heeresgruppe Afrika kapituliert. 130.000 deutsche und 180.000 italienische Soldaten müssen in Gefangenschaft. Einhunderttausend Menschen haben den Wüstenkrieg mit ihrem Leben bezahlt. Rommel ist zur gleichen Zeit bei Hitler. Der Kriegsherr hat ihn zu sich gerufen. Er will den Feldmarschall jetzt für alle Fälle um sich haben. Mussolinis Ende scheint nah. Einen Umsturz in Italien will Hitler mit Waffengewalt verhindern. Unter dem Kommando Rommels. Obwohl der Feldmarschall nicht mehr an den Endsieg glaubt, hält er Hitler immer noch die Treue. Dann habe ich ihn öfters gehört, wie er also sehr achtungslos von denen da oben sprach und kein anerkennendes Wort in irgendeiner Weise vom Führer oder vom Führerhauptquartier. Dann war er nur entsetzt und sagte immer wieder, was haben die nur für Vorstellungen? Aber er sprach immer im Plural. Er hat nicht das persönlich auf den Hitler bezogen. Das war ja da oben auch der Feldmarschall Keitel und Jodl und so weiter, sodass man nicht so spezifisch sagen kann, er sprach schlecht vom Führer. Rom, 15. Juli 1943. Mussolini wird gestürzt. Marschall Badoglio übernimmt die Macht. Der Abfall Italiens droht. Hitler wittert Verrat. 7 Wochen später ist es soweit. Der Achsenpartner legt die Waffen nieder. Deutsche Truppen marschieren ein. Rommel erhält den Oberbefehl in Norditalien. Die Waffenbrüder von einst sind jetzt Feinde. Hitler befiehlt, italienische Soldaten, die sich wehren, zu erschießen. Das ist ein Mordbefehl. In Griechenland und Süditalien kommt es daraufhin zu Massakern. Nicht bei Rommel. Rommel war in der ganzen Zeit für mich ein Soldat, der unbedingt die Treue, Tapferkeit und aber auch die Beachtung aller im Krieg geltenden Gesetze beachtet wissen wollte. Soweit ich unterrichtet bin, ist er niemals damit einverstanden gewesen, dass Dinge geschahen, die dem Kriegsrecht widersprachen, das heißt, die auch der nicht am Krieg direkt beteiligten Bevölkerung unnötigen Schaden zufügten. 2 Wochen nach dem Einmarsch. Italienische Soldaten, die jetzt noch in Norditalien kämpfen, haben sich den Partisanen angeschlossen. Am 23. September ergeht ein Aufruf an die Truppe, der Rommels Namen trägt. Irgendwelche sentimentalen Hemmungen des deutschen Soldaten gegenüber Badoglio-hörigen Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig unangebracht.
Wer von diesen gegen den deutschen Soldaten kämpft, hat jedes Anrecht auf Schonung verloren. Doch dem Aufruf folgen in Rommels Befehlsbereich keine Taten. Selbst Partisanen von einst räumen das ein. Ich ricordo di Rommel. Die Erinnerung an Rommel, ich will es mal so sagen, ist auch unter uns Antifaschisten. Die an einen Mann, gegen den wir weniger Abneigung fühlen. Wir wissen, er ist ein Teil der Geschichte des Nationalsozialismus und somit ein Teil der deutschen Geschichte. Er war ein Militär. Aber wir kennen keine besonderen gewalttätigen Aktionen von ihm gegen die italienische Widerstandsbewegung. Nach nur 2 Monaten wird Rommel wieder versetzt. Inspekteur der Verteidigungsanlagen im Westen. Hier wird die alliierte Invasion erwartet. Hitler setzt auf den Namen Rommel. Er soll den Gegner abschrecken. Wie ein Getriebener stürzt er sich in seinen neuen Auftrag. Hat er wieder Hoffnung? Ich hatte den Eindruck, er macht es mit dem Engagement eines Soldaten, der einen Befehl bekommen hat, ihn auszuführen. Aber auch in der Hoffnung, dass die Maßnahmen Erfolg haben würden oder erfolgreich oder sich bewähren würden. Das hat man rausgehört. Rommel glaubt, die alliierte Invasion sei abzuwehren. Eine Hoffnung, an die sich viele Deutsche klammern. Diese Möglichkeit, würde ich sagen, sehe ich auch heute noch, dass wir bei einer anderen Führung des Krieges, überhaupt, nicht nur da, vielleicht so lange hätten durchhalten können, bis die Alliierten von sich aus sagt, jetzt wollen wir aber verhandeln. Das ist nicht sicher, aber die Möglichkeit sehe ich heute noch. Längst hat er die Illusion vom Endsieg aufgegeben. Ihm geht es um einen annehmbaren Frieden durch Verhandlungen. Doch die Alliierten fordern die bedingungslose Kapitulation. Mit Hitler wird es niemals Frieden geben. Auch Rommel weiß das. Mein Vater hat auch, ich glaube, Ende 43 mal Hitler angesprochen auf den Endsieg und gesagt, das ist doch eigentlich gar nicht mehr machbar. Hätte der Hitler gesagt, so dumm sei er auch nicht, das wisse er auch. Aber merken Sie sich, mit mir schließt niemand Frieden. Rommel baut auf Hitlers Einsicht. Noch immer will er den wahren Charakter des Diktators nicht erkennen. Mein Vater hat nur gehofft, dass wenn der Hitler merkt, dass es aus ist, dass er die Konsequenzen zieht und geht. Und geht und einen den Weg zu einem Frieden, einigermaßen erträglichen Frieden, freimacht. Februar 1944. Auf Heimaturlaub in Herlingen bei Ulm. Rommel erhält Besuch von einem Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg. Karl Strölin, Oberbürgermeister von Stuttgart und ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, eine heiße Liebe zu Führer und Volk möge uns umschließen. Die Kriegswende vor Moskau im Winter 1941 sät in ihm erste Zweifel. An Hitler, nicht an der Bewegung. Der überzeugte Nationalsozialist stößt zum Widerstand. Jetzt wirbt er um Rommel, ohne Erfolg. 1944 war der Strölin auf jeden Fall bei meinem Vater. Und da war ich auch zu Hause, denn ich habe immer Urlaub bekommen, wenn mein Vater gerade da war. Und da hat der Strölin in meiner Gegenwart zu meinem Vater gesagt, er wolle nochmal sagen, so ungefähr, wenn Hitler nicht wegkommt, dann hat alles gar keinen Wert. Und da hat mein Vater zu ihm gesagt, also er wäre schon dankbar, wenn er solche Äußerungen wenigstens nicht vor seinem Sohn machen würde. Zum ersten Mal hört Rommel durch Strölin auch von Gaskammern, in denen Juden ermordet werden. Admiral Friedrich Ruge, ein Offizier aus seinem Stab, notiert sich Rommels Worte in sein Tagebuch. Gerechtigkeit, unentbehrliche Grundlage des Staates, oben leider nicht sauber. Abschlachtungen. Große Schuld.
Eines Nachts fällt ein britischer Soldat, der die Verteidigungsanlagen an der Atlantikküste auskundschaften soll, den Deutschen in die Hände. Am nächsten Morgen wurden wir in einen Wagen gesetzt, mit verbundenen Augen, die Hände auf den Rücken gefesselt und fuhren mehrere Stunden. Der Spion wird nach La Roche-Guyon gebracht, Rommels Hauptquartier vor den Toren von Paris. Am anderen Ende der Bibliothek sah ich Rommel hinter einem Schreibtisch sitzen. Am Anfang spielte er den starken Mann und sagte zu mir, Sie sind also einer von diesen Gangsterkommandos. Ich sagte, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spezialeinheiten sind keine Gangster, sondern die besten Soldaten der Welt. Und ich bin zufällig so einer. Er lachte. Ganz offensichtlich gefiel ihm meine Offenheit. Er sagte dann, ich finde es wirklich schade. Ihr Engländer und wir Deutschen sollten Seite an Seite gegen den wahren Feind kämpfen. Side by side against the real enemy, the Russians. Die Russen. Ich antwortete ihm, das ist ja eine sehr interessante Idee, aber ich befürchte, da gibt es einige Dinge, in denen wir uns doch sehr voneinander unterscheiden. Er fragte, was zum Beispiel? Ich sagte, die Judenfrage zum Beispiel. Wir könnten den Juden nicht das antun, was sie ihnen antun. Oh, aber das sind politische Dinge. Wir sind Soldaten, wir sind Krieger. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Ich sagte, genau das ist es. Deshalb könnten wir nicht Seite an Seite kämpfen. Paris, 17. Mai 1944. Lagerbesprechung. Was hier niemand ahnt, Karl Heinrich von Stülpnagel, der Militärbefehlshaber von Frankreich, gehört zum Widerstand. Er und sein kleiner Kreis stehen in engem Kontakt zu Klaus Graf Stauffenberg. Die Verschwörer sprechen Rommel an. Man hat Rommel umworben. Weil er einer der beliebtesten Führer war, er war volkstümlich, der Wüstenfuchs, jeder kannte ihn. Er war einer der wenigen Soldaten, der wirklich bekannt war. Und man hoffte, ihn mit dem Widerstand in Verbindung bringen zu können, weil er eben diese schlechten Erfahrungen mit Hitler gemacht hat in Afrika. Rommel verrät die Verräter nicht. Ein Attentat auf Hitler lehnt er ab. Es war auch für einen Oberbefehlshaber ein Putsch oder ein Attentat auf das Staatsoberhaupt eigentlich außerhalb des Denkungsvermögens. Das muss man einfach sagen. Von ihrer Erziehung her, von ihrer Herkunft her, ein Putsch und Attentat auf das Staatsoberhaupt war außerhalb des Denkungsvermögens. Sie waren soldatisch geschult, aber nicht politisch. Immer noch hofft Rommel, dass der Diktator von selbst die Konsequenzen zieht, zurücktritt und den Weg für Frieden freimacht. Als Soldat ist Rommel Realist genug, um zu erkennen, dass die Invasion nicht aufzuhalten ist, trotz der von ihm befohlenen Abwehrmaßnahmen. Bei den verschiedenen Fahrten, die ich mit ihm einen Tag oder zwei Tage an die Front. Es war ja noch keine Front, sondern es war die Vorbereitung zur Besichtigung von Vorstandshindernissen und so weiter, sprach er in seiner sehr einfachen schwäbischen Art ganz offen seine Meinung. Er war ja kein komplizierter großer Philosoph oder Denker, sondern er sagte ganz einfach, das schaffen wir doch nicht mehr und stelle sich das doch mal vor, und die Leute sagen das und das. Nun sehen Sie mal, hier ist eine Infanteriedivision eingesetzt und die haben kaum Geschütze. Und wir haben auf 2 Kilometer haben wir eine Batterie stehen. Für die Propaganda zeigt er weiter Zuversicht. Im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den vorzüglichen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zu brechen, ob es gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut und ich glaube nicht, dass der Engel ein zweites Mal wiederkommt, wenn er hier den Versuch macht.
5. Juni 1944, Atlantikküste. Die deutschen Wetterstationen haben gemeldet: Wolkenunterdecke 200 bis 300 Meter, Windstärke 5 bis 6, Seegang 4 bis 5. Eine Invasion scheint bei diesem Wetter ausgeschlossen. Rommel hat die Gelegenheit genutzt. Er ist auf Heimaturlaub in Herlingen. Seine Frau hat am Tag darauf Geburtstag. Gegen 11 Uhr nachts starten von Flughäfen in England die ersten Luftlandekräfte. Die deutschen Meteorologen haben ein Zwischenhoch übersehen. Nachts um 1 ruft mich der Bayer von Guttenberg an, der war Ordonnanzoffizier einer unserer linken Flügeldivision, und sagte: Seidel, hier geht's los. Hier springen die Fallschirmjäger ab und wir versuchen, mit denen fertig zu werden. 6. Juni 1944, 6.30 Uhr morgens. Die ersten britischen und amerikanischen Soldaten landen an der Küste der Normandie. D-Day. Von diesem Plateau konnte man die ganze Riesenbucht übersehen. Und da konnten sie stehen und mit dem Fernrohr, oder mit dem Scherenfernrohr, diese Riesenflotte liegen sehen, völlig ungestört durch deutsche Flieger, weil die gar nicht hochkamen. Und ein Riesenschirm von Bombern und oder Flugzeugen der alliierten Luftwaffe. Dass das also jetzt die entscheidende Schlacht war, war uns vom ersten Tag an klar. Und dass diese Schlacht verloren gehen würde, auch. In Herlingen wird Rommel gegen 7 Uhr morgens telefonisch informiert. 14 Stunden später ist er zurück in seinem Hauptquartier. Die Alliierten haben bereits Fuß gefasst. Rommel fürchtet eine zweite Invasion. Wir saßen ja doch ziemlich abgeschirmt da, noch nördlich der Seine. In Reserve wurden dann am nächsten Tag von Rommel weiter an die Kanalküste rangeschoben, aber nicht rüber etwa an die Invasionsfront, sondern an die Kanalküste, weil er immer sagte, die eigentliche Landung kommt erst noch. Und die kommt hier, an der Kanalküste. Nach nur einer Woche ist es für niemanden mehr zu übersehen. Die alliierte Invasion ist geglückt. In Paris trifft sich der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, mit Rommel. Hitler hat sich angesagt. Sie wollen ihn auffordern, den Krieg im Westen zu beenden. Dabei war es auch, dass er dann sagte, übermorgen fahre ich zum Führer hin und so weiter, und denen sage ich's, und wir müssen politisch Schluss machen und so weiter und so weiter. Und dann kam er wieder und sagte, ja, die habe doch ein anderes Blickfeld als ich und die übersehen das Ganze und so weiter. Und aber schon 6 Stunden später sagt er, Herr Gott, der Kerl hat mich doch schon wieder reingelegt. Am 27. Juni trifft Rommel den Diktator ein letztes Mal. Hitler lässt seinen Feldmarschall nicht einmal mehr zu Wort kommen. Zur gleichen Zeit beginnt Stauffenberg die Vorbereitungen für das Attentat. Es war die einzige Möglichkeit zu versuchen, den Mord das Morden zu beenden, das verbrecherische Regime zu stürzen. Um das Vaterland zu retten und auch um seine eigene Ehre zu retten. Es ging gar nicht anders. Wenn man das wusste, was da passierte, musste man versuchen, das zu stoppen. Stülpnagel schickt einen Emissär zu Rommel, Cäsar von Hofacker. Am 9. Juli 1944 informiert er den Feldmarschall in La Roche-Guyon über das bevorstehende Attentat.
Es ist der letzte Versuch, Rommel für die Beseitigung Hitlers zu gewinnen. Diesmal offenbar mit Erfolg. Vier Tage später ein letzter Vorstoß beim Diktator. Rommel schreibt an Hitler: Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig, jedoch der ungleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen. Es ist meines Erachtens nötig, die Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen. Ich fühle mich verpflichtet, als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe dies klar auszusprechen. Und mein Kamerad Muninge von 1.8 hat mir das Fernschreiben gezeigt. Und dann habe ich gesagt, hat er das weggeschickt? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, dann ist er der tote Mann. Wortwörtlich. Rommel rechnet nicht mit einer Antwort. Der Feldmarschall hat einen unerhörten Plan. Er will den Krieg auf eigene Faust beenden. Er wollte in Frankreich kapitulieren und die Amerikaner reinlassen und hoffte, Amerikaner, Briten und Franzosen reinlassen und hoffte, dass im Blick auf die Verschwörer in Berlin der Einmarsch und Durchmarsch reibungslos, einigermaßen reibungslos gelingt. Das wäre Hitlers Ende. Er wollte für sein Vaterland das Beste tun, was in der Situation da war. Und da wusste er, dass er in dieser Situation zum Frieden mit den Alliierten kommen muss und sonst geht es schief. Und wenn das damals passiert wäre, der Frieden, dann, das wissen Sie ja, da war ja doch Dresden noch nicht passiert und waren ja doch hunderte von Städten noch heil. Und ich glaube, es sind nach dem 20. Juli weit mehr deutsche Soldaten gefallen als davor. Rommel fährt jetzt täglich an die Front. Er braucht das Vertrauen seiner Kommandeure und wirbt für seinen Plan. Zweimal hat er zum Schutz seiner Truppe Dinge auf sich genommen, die ihn bloß ins Verderben führen konnten. Das erste Mal in Allgemein, wie er den Rückzug gegen jeden Befehl gemacht hat, und das zweite Mal, wie er die Konspiration mit den Truppen führen hatte. 17. Juli 1944, Rommel bei Sepp Dietrich. Der Generaloberst der Waffen-SS ist ein Vertrauter Hitlers. Rommel geht aufs Ganze. Er fragt, ob Dietrich auch dann seinen Befehlen folgen würde, wenn sie nicht mit denen des Führers in Einklang stünden. Sepp Dietrich sagt, na denke ich, hörte ich schon. Sie sind mein Oberbefehlshaber und was Sie befehlen, das wird von mir gemacht. Zur gleichen Zeit steigen Jäger der Royal Air Force auf. Einer der Piloten erinnert sich an den Auftrag. Herr Rode, es wird stoppen. Unser Befehl lautete, alles zu stoppen, was sich K.O. näherte. Auf alles zu schießen, was sich bewegte. Einfach alles. Just anything. Ihr Einsatzraum, Livarot in der Normandie. Gegen 18 Uhr entdecken sie einen Horch-Kübelwagen auf der Straße von Livarot nach Vimoutier. Nachdem ich feststellt habe, dass zwei Jagdbomber direkt Richtung auf uns nehmen, habe ich sofort Meldung gemacht, dann haut man lang und dann fällt man schon nach. Ich habe geschrien, natürlich. Vor Aufregung ist ja ganz klar. Und es ist in der rasender Eile vor sich gegangen, der Vorgang. Die haben geschossen. Franz, maschinierte Wirkung. Aus unserer Sicht schossen wir auf ein Fahrzeug. Ob Panzer, gepanzerter Wagen, Lastwagen, Konvoi. Es ist nur ein Ziel. Wer sitzt drin? Das haben wir nicht gewusst. Wir hatten doch keine Zeit, Visitenkarten auszutauschen. Bei 600 Kilometern in der Stunde. At 400 miles an hour. Erst nach dem Krieg erfährt Jacques Rimlinger, auf wen er geschossen hat. Rommel überlebt schwer verletzt und wird in ein Lazarett gebracht.
Und ich bin vielleicht 4 oder 5 Stunden, nachdem er dort eingeliefert war, in dem Krankenhaus gewesen mit unserem Heeresgruppenarzt. Und da zeigte man mir die Röntgenplatte, wo man deutlich sah, dass er hier im Schädel war ein Riss drin in der Schädelplatte. Und er hatte rein äußerlich, das Auge war geschlossen, ein Auge war geschlossen, und er hatte im Gesicht Verwundungen. Er nickte mir so zu, wie man das also in der Situation, er war nicht bewusstlos, als ich da war, aber er hat kein Wort gesprochen. Und ich habe nur mit den französischen Ärzten und so weiter gesprochen und diese Platte, dieses Bild mitgenommen für den Chef des Stabes und bin, nachdem ich 2 Stunden da gewesen war, bin ich dann wieder zurückgefahren, um Speidel zu informieren. 20. Juli 1944, Rastenburg, Führer Hauptquartier. 3 Tage nach Rommels Verwundung zündet Stauffenberg die Bombe. Das Attentat misslingt. Eine ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu begleiten und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurotten. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Am Tag nach dem Attentat besucht Hitler die Verletzten. In Frankreich schreibt Rommel am 24. Juli aus dem Lazarett an seine Frau: Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert. Man kann Gott danken, dass es gut abgegangen ist. Rommel weiß, dass seine Briefe mitgelesen werden. Langsam erholt er sich. Nur das linke Auge bleibt geschlossen. 2 Wochen später wird Rommel in seinen Heimatort nach Herlingen verlegt. Ende einer Karriere. Es war ja so, vom Armeestab in der Invasionsfront fuhr jede Woche einer zu ihm nach Hause nach Herlingen, um Bericht zu erstatten und ihn um Rat zu fragen. Und da war ich 2-mal dran. Und da hat er in einer Unterhaltung mal, bis ihm ausgerutscht, mir zu sagen: Schlippebach, glauben Sie nicht, es wäre besser gewesen, es hätte am 20. Juli geklappt. Und ich selbst wusste nicht, was ich antworten sollte. Denn ich selbst wusste ja nicht, wo er stand. Ja? Ich habe dann ganz vorsichtig geantwortet, so ungefähr so, ja, wie Herr Feldmarschall meinen. Ja? Ich habe nicht Klarstellung bezogen. Ja? Aber da hat er nur das Wort gebraucht, 100%, kann ich mich erinnern, geklappt hätte. Am 8. August 1944 beginnt in Berlin der Schauprozess gegen die Verschwörer. Den Vorsitz führt Roland Freisler. Ein Feldmarschall und ein Generaloberst. Angeklagt ist auch ein Feldmarschall, Erwin von Witzleben. Die Hinrichtung erfolgt noch am selben Tag. Zur gleichen Zeit gehen die Verhöre durch die Gestapo weiter. Auch Rommels Name fällt. Ein bislang unveröffentlichtes Dokument vom Sekretär des Führers Martin Bormann. Verschiedene Angeklagte haben ausgesagt, Feldmarschall Rommel sei durchaus im Bilde gewesen. Rommel habe erklärt, dass er der neuen Regierung nach gelungenem Attentat zur Verfügung stehen würde. Rommel weiß, dass er sich in Gefahr befindet. Mit seinem Sohn spricht er darüber, wie Hitler reagieren könnte. Der hat sogar gesagt, er traut sich nicht, mich anzuklagen. Denn das hätte eine solche Rückwirkung auf die Moral der Truppe, das macht er nicht. So dumm ist er nicht. Er war eigentlich immer davon überzeugt, dass wenn er zum Beispiel der Aufforderung von Keitel nach Berlin zu kommen folgte, dass er dann beseitigt würde im Stillen und man irgendwas erzählt über sein Ableben. Hitler hat befohlen, dass Rommel sterben muss.
Der Feldmarschall soll sich das Leben nehmen. Der Diktator lässt ihm keine Wahl. Er will um jeden Preis verhindern, dass das Volk erfährt, Rommel gehört zum Kreis der Verschwörer. 14. Oktober 1944. Zwei Generale aus dem Führerhauptquartier sind bei Rommel angemeldet. In der Tasche eine Kapsel Zyankali. Er weiß, was ihn erwartet. Gestapo-Beamte in Zivil haben sein Haus umstellt. Ich war an dem Morgen gekommen, um übers Wochenende ihm etwas zur Hand zu gehen. Und hat mein Vater gefragt, vielleicht bin ich heute Abend schon tot. Das ist durchaus drin. Und hat mit mir gesprochen und dann sind die gekommen. Das war am Anfang rein konventionell. Gebeten, mit ihm alleine sprechen zu können. Also, er hat damit gerechnet, das ist klar. Den Sendboten des Diktators soll Rommel gesagt haben, ich habe den Führer geliebt und liebe ihn noch. Vieles spricht dafür, dass Rommel sich selbst in der Stunde seines Todes nicht ganz von Hitler lösen konnte. Eine Viertelstunde bleibt ihm für den Abschied von seiner Familie. Dann verlässt er das Haus. Sein Sohn begleitet ihn zum Wagen. Ich bin rausgegangen und habe mich auch von ihm verabschiedet. Und dann ist er, also den Aldinger und mich wortlos betrachtet. Und dann ist er eingestiegen. Gesagt hat er nichts mehr. Kurz darauf nimmt Rommel das Gift. Ein Arzt fälscht die Todesurkunde. Herzschlag als Folge eines im Westen erlittenen Dienstunfalls. In einer süddeutschen Stadt nimmt das deutsche Volk in einem vom Führer angeordneten Staatsakt Abschied von Marschall Rommel. Dann klingt verhalten und feierlich der Trauermarsch aus der Götterdämmerung auf. Nun geht Generalfeldmarschall von Rundstedt als Vertreter des Führers zur Seite des Sarges und hält die Gedenkrede. Der unermüdliche Kämpfer war erfüllt von nationalsozialistischem Geiste, der die Kraftquelle und die Grundlage seines Handelns bildete. Sein Herz gehörte dem Führer. Man hat fast den Eindruck gehabt, dass er sein Leben für etwas verfehlt gehalten hat, ne? Bei der Katastrophe, die sich anbahnte. Man hat ihm auch noch mitgeteilt, dass man im Westen eine Offensive plane. Und hat mein Vater gesagt, das ist schon ein Wahnsinn, nicht hier. Jeder Schuss, den wir im Westen noch abgeben, der trifft uns selber. Es war ein weiter Weg vom populärsten General zum Gegner Hitlers. Am Ende war er zum Äußersten bereit und zahlte dafür mit dem Leben. Aber ich glaube, es ist für meinen Vater auch konsequent gewesen. Wenn er das alles überlebt hätte, der hätte sich fürchterlich aufgeregt. Und so ist das doch zu einem Ende gekommen. Und hat sicher, als er sterben musste, gedacht, dass er an der richtigen Seite sei. Alljährlich treffen sich an Rommels Grab zu seinem Todestag die Gegner von einst. Sie verbeugen sich vor einem Mann, der Karriere machen wollte. Und dafür seinem Förderer und Führer dankbar war bis zum Schluss. Sie ehren einen Mann, der Verbrechen ablehnte und dennoch einem Verbrecher diente. Einen Mann, der Hitler beseitigen wollte und sich trotzdem bis zuletzt nicht von ihm lösen konnte. Einen Mann voller Widersprüche.